Hi, ich bin Lara von Oberpfalz Medien und wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, welche Fragen ihr eventuell zu eurer zukünftigen Ausbildung haben könntet. Und hier gibt's die Antworten dazu. Wie wird die Ausbildung eigentlich vergütet? Das ist natürlich je nach Berufsbild sehr unterschiedlich, aber wenn du magst, kannst du gerne vorher im Internet recherchieren, um eine ungefähre Vorstellung davon zu haben. Wie ist denn das dann mit dem Alter? Gibt es da Unterschiede, wenn man noch nicht 18 ist, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitszeiten oder Pause oder Urlaubstage? Unter 18 Jahren muss man eine Stunde Mittagspause machen und über 18 Jahren eine halbe Stunde. Und außerdem darf man unter 18 Jahren keine Überstunden machen. Was für Berufsschulmodelle gibt es eigentlich, beziehungsweise wie oft habe ich dann Schule in der Woche? Es gibt zwei verschiedene Berufsschulmodelle. Einmal gibt es die Blockschule, das sind teilweise mehrere Wochen am Stück in einem Ort, der ein bisschen weiter weg ist. Bei mir ist es zum Beispiel Nürnberg. Und dann gibt es noch das Modell von der wöchentlichen Schule, da ist man dann teilweise ein bis zwei Tage in der Woche einfach in der Schule. Wie wichtig ist eigentlich mein Abschlusszeugnis für die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz? Das Zeugnis ist ein Puzzleteil von vielen. Es zählen aber auch noch viele andere Dinge mit rein, wie zum Beispiel Auftreten, soziales Engagement oder eben auch die Motivation, die man an den Tag legt. Was mache ich, wenn ich mir unsicher bin, ob es der richtige Job für mich ist? Ob man sich jetzt wirklich sicher ist mit einem Job, das sollte man dann natürlich wissen, wenn man den Job dann macht. Aber das ist in den meisten Fällen auch überhaupt kein Problem, dass man einfach sagt, so ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, ob mir das wirklich taugt, kann ich vielleicht ein Praktikum machen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich eigentlich für eine ganz andere Stelle beworben in dem Betrieb und da war eben dann der Platz leider nicht mehr frei und man hat mir eben angeboten, dass ich dann einfach, wenn das in Ordnung wäre, in einem anderen Bereich da erstmal ein Praktikum mache und wenn mir das eben liegt, dann kann ich da auch gerne anfangen. Ja, und jetzt bin ich hier. Zum Schluss möchten wir allen zukünftigen Auszubildenden noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Traut euch zu fragen, seid offen, kommuniziert ehrlich, ihr seid Mitarbeiter im Unternehmen und ihr dürft euch trauen, Dinge zu sagen und offen mitzudiskutieren. Mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung wird eure Ausbildung bestimmt super und wir wünschen euch viel Glück dabei.